Hier ist der Vizemeisterbesieger. Hier ist der Wahnsinn. Bundesliga-Basketball mit Phoenix Hagen. Hier ist Feuervogel TV mit dem Heimsieg gegen Ulm 90-78. Ich denke, das kann man einfach über Intensität erklären, die Niederlage. Ja, man muss den Hagen auf den Füßen stehen. Wenn die sich einmal gut fühlen und einmal die ersten Würfe reingehen, wird es schwer. Ich weiß, dass Coach nicht sehr glücklich sein wird, weil so ziemlich alles, was er gesagt hat und wovor er uns gewarnt hat, ist eingetroffen. Los geht's. Die NRW Arena ist ausverkauft. Alle sind heiß. Nicht zuletzt das Team von Phoenix Hagen. Es zeigt von Anfang an, dass dies kein leichtes Fresschen für die Ulmer wird. Wie gewohnt, jede Menge Tempo und Energie nach vorne und in der Defense hohe Intensität. Abe Ludwig trifft von draußen, nach und nach übernimmt Hagens Doppel-D, Devin White und Dino Gregory das Kommando. Hier geht heute was. Auch Adam Hess trägt sich ein, die Halle steht und hat Spaß. Ganz im Gegensatz zu den Gästen aus Ulm, die sich das wohl etwas anders vorgestellt hatten. Hagen liegt nach dem ersten Viertel mit 12 vorne. Aber ich meine, man weiß im Prinzip trotzdem, was Hagen ausmacht. Sie spielen ab und zu interessante Verteidigungsarten. Und vorne, ich glaube, der Schnitt, der uns genannt wurde, war 1,4 Pässe pro Angriff. Also wir wissen, mit was zu rechnen war. Ich denke, das kann man einfach über Intensität erklären, die Niederlage. Ja, man muss den Hagen auf den Füßen stehen. Wenn die sich einmal gut fühlen und einmal die ersten Würfe reingehen, wird es schwer. Dann beim Rebound muss natürlich anders gearbeitet werden. Wir wissen, was Adam Hess für ein großartiger Offensiv-Rebounder ist. Und Rebounds für Adam Hess, am Ende 33 Punkte für Devin White und 14 Rebounds für Dino Gregory. Der zeigt ohne Verschnaufpause über das komplette Spiel, was Fighten heißt und wie man Bälle blockt. Unglaubliches Pensum von Dino. Völlig zu Recht endet sein Arbeitstag mit einem Megafon in der Hand. Doch dazu später mehr. Hagen war sehr gut auf uns vorbereitet, hat mit einer Energie gespielt, die auch ablesbar war an den Rebounds, gerade an den Offensiv-Rebounds. Und hat uns dadurch den Schneid abgekauft. War heute klar besser. Zur Halbzeit ist Phoenix 13 vor. Aber können die Jungs das tatsächlich bis zum Schluss rocken? Oder kommt Ulm zurück mit Little Per Günther und Big John Bryant? Auch nach der Pause regiert am Ischland nur Phoenix. Larry Gordon stopft, der Heuboden zieht voran. Uwe Schröer läutet den Endspurt ein. Letztes Viertel, jetzt 10 Minuten.
Es wird nochmal richtig spannend. Ulm weist subtil darauf hin, dass die Sache noch nicht durch ist. Die Wurfquote dreht sich gefährlich. Ulm kommt nochmal bis auf 5 Punkte ran. Aber dann, Topscorer Devin White trifft wieder ganz wichtige Punkte. Das Team spielt den Vorsprung souverän runter, lässt sich nicht mehr in die Suppe spucken. Zum Abschluss noch ein formvollendeter Dreier. Es ist geschafft. Heimsieg gegen Ulm. Das muss natürlich standesgemäß gefeiert werden mit Dino Gregory am Megafon. Nach 40 Minuten auf dem Feld hoch zur Humba. Und auch hier macht er eine gute Figur. And you were the top rebounder today on both teams. Your day today? I think so. I play a lot of minutes out there. My team expects me to rebound down low. So I just kind of went out there, did my job, and it worked out today. Dieses Team macht einfach nur Spaß. Glückwunsch, Phoenix.